Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part EU4 und hallo Leute, willkommen zum Livestream. Das EU4-Event geht ja jetzt weiter. Letztes Mal lief es ein bisschen, nicht ganz so gut. Hoffentlich wird es diesmal besser und ich gehe mal zu meinen Kollegen nach oben. Hallo, ich bin so, Kasan-Spieler. Warte, wie bist du hier reingekommen? Indem ich Manni hochgezogen habe, weil ich mit Johannes ja eigentlich was machen sollte. Ja, genau. Stimmt, genau. Du müsst den Krieg mal klären. Noch Pause, bis wir Frieden gemacht haben. Oh, verdammt, ist doch falsch. Entschuldigung. So, hi, Nasch. Wir beide sind Nachbarn und wir sind jetzt hier. Und ich führe gerade eben Krieg gegen die Ritter. Du führst gerade Krieg gegen die Ritter. Das Erste, was du erstmal in dieser heutigen Folge tust. Denn diese komischen Ritter haben dich lang genug gepiesackt und genervt. Jeder hat sich darüber lustig gemacht. Und jetzt möchte der Heiko endlich Rache nehmen. Genau, du hast erkannt. Ich wollte sie einfach nur tot sehen. Das war so eigentlich mein Wille in dem Ganzen. All den Jahren der Schmach, ne? Genau. So. Ja, ich belagere ein, zwei Festungen. Wobei, vielleicht kann ich Ding auch... Oh, gerade haben wir die Sprachnachricht geschickt. Ich will schon mal das Englisch von Tschechien hören. Das ist ziemlich witzig. Was? Das Englisch von Tschechien. Ich würde auch sagen... Okay, das reicht für heute. Sie hat an sich eine sehr, sehr schöne Stimme, muss man sagen. Sie hört sich auf jeden Fall weiblich an. Ja. Manchmal ein bisschen fragwürdig. Ah, wobei, wir sind nicht in Thailand. Moment mal. aber alles... Tschechien, nicht Thailand. Also du hast erfasst... Gleich wieder etwas, was ich mache. Ich habe eine Aktion heute, wo ich richtig, wo ich richtig sauer war. Und zwar, da jetzt hier eine gewisse Person meinte, einen in Deutschland verbotenen Spruch loszureißen. Ach so. Ja, das fand ich auch nicht so nice. Ich meine, das ist, wie man es werten kann. Und man kann auch gerne in Österreich sein, aber es gibt so Grenzen bei mir. Da werde ich richtig sauer bei, weil ich finde das nicht in keinster Weise. So, Polen ist im Krieg mit Österreich. Das heißt, Moldau könnte vielleicht doch bald frei werden. Oh Gott sei Dank, Polen und Österreich, die sollen... Die Europäer sollen sich mal ein bisschen zerfleischen. Nee, aber nach wie vor habe ich für diesen gesamten Spaß bezüglich hier irgendwelchen Gegebenheiten im Sinne von rechtsradikalen Geschichten... Und dazu gehört auch nun mal eben dieser Spruch. Da könnt ihr mich gerne auch als links bezeichnen, ist mir scheißegal in der Hinsicht, aber ich habe auch irgendwo eine Grenze. Und in diesem Zug ist die halt erreicht, weil irgendwo kann man halt das auch nicht mehr akzeptieren, weil das ist auch in Deutschland eigentlich strafbar. Kann man hier in Deutschland auch mit Strafe halt begegnet werden. So. Ja, das fand ich auch übertrieben. Das war vor allem. War schon gut, dass dafür gekickt wurde. Ja, also. Nach wie vor ist ja noch alles schön und gut und Spaß, was man hier gerne haben will, aber halt, wie gesagt, auch für dich einfach nur gefährlich. Ja. Zeug ist teuer. Also ich kann es halt nach. Ich will ja nicht der Spielverderber sein, aber ich bin halt eine Person, die gerne halt Regeln einhält. Sind nicht ohne Grund geschaffen worden. Ja, wie erwähnt, ich, also wenn es wirklich eskaliert und sowas, ist einfach stumpfsinnig und langweilig. Ich meine, wenn man einen netten Witz raushaut, der auch witzig ist, nicht ausgelutscht und keine Ahnung, dann kann er von mir so fast so fremdenfeindlich sein, wie er will. Damit habe ich keine Probleme, man kennt mich, aber. Heiko, du weißt auch, wie ich das meine. Ja. Nur wenn es halt total stumpfsinnig ist und einfach keinen Sinn hat und einfach nur zur Provokation dienen soll, dann wird man dafür auch gekickt seit neuestem. Ja, ist auch eine gute Entscheidung. Also nicht, dass es jetzt hier zur Spaßbremse werden sollte, wir leben ja unseren Spaß noch mal erheblich aus. Aber es ist halt einfach irgendwo so. Ich meine, es ist ja Gott sei Dank kein Wettkampf. Jetzt hoffe ich, dass die Schweden noch besiegen kann. Momentan sieht der Warscore negativ aus, warum auch immer.
10 Minuten werde ich dann jetzt erstmal gleich essen gehen. Ich wollte immer diesen Rant zu Beginn loswerden. Ne? Auch an die Leute, diejenigen, die das Video dann nachhinein gucken. Dann wollen wir mal ein Video auf die aber jetzt können wir auch endlich glücklich sein und können auch ein bisschen erzählen. Sind ja weiß, jetzt hier schön in unserer Admin-Lounge. Genau, in unserer kleinen Admin-Lounge. Da kannst genau, du ja mal Wischfuchs ist rausgeflogen, dann hat er Pech. Genau, was ich sagen wollte, ich weiß ja nicht, wie du im Live schon mit umgegangen bist mit deiner Tschechien. Ich habe noch fast nichts erzählt eigentlich. Ich heute jetzt. Ja, dann weiß ich nicht, was hält dich davon ab, das zu erzählen? Weiß nicht, ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass Johannes da ist. Weil der war ja dabei. Ich glaube, du kannst die Geschwindigkeit irgendwie nicht halten. Ich? Ja. Okay. Ich kriege wahrscheinlich kein Militärzugang beim Vatikan. Nein, bekomme ich natürlich nicht. Kann sein, dass das Internet heute bei mir ein bisschen broken ist. War es schon den ganzen Tag, hat immer ein bisschen gelegt. Reicht da noch ein bisschen. So. Okay, ich glaube, ich belagere demnächst Venedig vollständig. Das Problem ist nur, dass Venedig zu Teilen auch mich belagert. Bisschen uncool. Ich glaube, das wird jetzt gleich wieder besser. Die gehen schnell kaputt. So, was hat der Chat? Was sagt der Chat? Wüstenfuchs ist raus, yes. Chat ist halt momentan noch ein bisschen ruhiger, aber so. Diplomatische Beleidigung. Ja, wobei, komm. Wir müssen Venedig noch nicht belagern. Weißt du, was so schön ist an dem Krieg hier? Ich fühle ihn alleine. Mal nicht so, auch mal ein Krieg, der ruhiger abgeht, sondern halt einfach mal von vorne bis hinten. Einfach mal so ein Krieg, wo ich bestimme, gegen wen ich kämpfe, wann ich's tue, wie ich's tue. Ha, das ist schön. Oh, der und niemand schreit und will ja, irgendwas. Ja, ja, das ist mal. Also, es ist mal schön, wenn es mal ruhiger ist. Der Skalius fragt, also der hat mir gerade bei wegen eine Stupsnachricht geschrieben: Kannst du Heiko bitte gleich mal zu mir und Wüsti runterschicken? Ja, ich weiß, dass Wüsti rausgeflogen ist. Ich schicke niemanden um, wenn ich selber dazu entscheide. Und vor allem, er ist selber schuld. Er hat nämlich geschrieben, er ist rausgeflogen, weil er rausgetappt hat. Wenn er nicht rausgetappt, also er hätte mir jetzt nur geschrieben, ich bin rausgeflogen, weil keine Ahnung, ein Fehler, hätte ich auf jeden Fall anders reagiert wie jetzt, weil jetzt ist er selber schuld. Österreich schon wieder geil, ne? Und die venezianischen Truppen sind gestackwiped. So hört sich das. Hashtag venezianische Truppen gleich stackwiped Traum. So ungefähr. So ungefähr, na schlapp, genau. Darmabfall 88 fragen, wie geht das Spiel? Ja, gut. Fangen wir mal. Nein, im Ernst, wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen EU4 in zwei Sätzen zu erklären. Beisetzen. Ja, oder also vielleicht drei, wenn es möglich. Also je nachdem, also. Okay, ich versuche. Also versuch's mal kurz und knackig zu erklären. So kurz und knackig, wie du es nur hinbekommst. Du verfolgst ein Land auf der Welt über die Zeit von 1444 bis hin zu 1821. Triffst in dieser Zeit für das Land viele Entscheidungen, sowohl militärisch, wirtschaftlich als auch technisch. Versuchst dieses Land deinem Ermessen nach groß werden zu lassen und stabil zu halten. So auf diplomatischem, administrativem, handelstechnischem, militärischen Weg, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Das ist so wirklich, wie es wirklich auf einen kleinen Bereich runtergreifen wird, weil weiter könnte ich es ehrlich gesagt auch kaum. Also, weil dafür ist das einfach viel zu viel. Du versuchst einfach dein Land mächtig zu halten. Ja, das ist so auch die Frage, ne? Inwiefern, da fängt ja schon die erste Debatte an. Inwiefern bist du denn daran interessiert, dein Land groß zu halten, wenn dein eigentliches Ziel ist auch vielleicht einfach ist nur zu überleben, weißt du? Wenn du sowas wie Byzanz spielst, dann ist deine erste Phase in dem Spiel einfach nur überleben. Genau. So. Das ist ja, oder zum Beispiel als Horde.
plündern, was das Zeug hält. Auch Überleben in Anführungszeichen gegen die Zeit. Als Brandenburger ist es halt auch zum Beispiel Überleben, aber als Österreicher ist es halt einfach groß werden, weil du nicht mehr groß Überleben brauchst. Du bist ja schon mächtig genug. Ja, auch noch. Dann als manche Nationen folgen eben mehr militärische Ziele, andere also versuchen durch den Handel groß und mächtig zu werden. Venedig als Beispiel. Dann haben wir zum Beispiel jetzt das Ziel, den Islam zu verbreiten. Das ist ja dann auch wieder relativ religiös. Heiko, ich brauche Geld. Wie viel denn? Ich habe aktuell laufen 1, 2, 3, 4 viele Darlehen zu je 300. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Darlehen zu jeweils 350. Also 347, um genau zu sein. Ja. Habe ich einen gut. Schattenkommandeur. Ja. Tilg damit mal die wichtigsten. Da habe ich mir doch noch eine Kriegssteuer rein. Wobei, die lohnt sich bei mir jetzt nicht mehr, kriege ich gleich rum. Weißt du, Johannes, was schön ist? Wenn man seine eigenen Kriege führt. Weil den Hascha kann ich direkt wieder rein, weil er soll bitte sterben. Der Holmes RTW fragt, was ist ein Kalapos, Heiko? Das weiß ich nicht. Vielleicht ein etwas zu essen? Ich werde auch nicht verraten. Ach verdammt, Venedig hat eine Insel, scheiße. Wo ist mein Coring hier? Balken, abbrechen. Habe ich denn noch irgendwo schon Rodas schon gefallen? Nein, die halten sich ja ewig. Das mit der Welt erobern ist zum Beispiel eine Sache, die man in dem Spiel machen kann. Mir ist noch nie gelungen, jede Provinz in dem Spiel zu kontrollieren, aber es gibt deutlich viele Leute auf YouTube, die es hinbekommen haben. Vielleicht magst du da den einen oder anderen. Den einen oder anderen kennt man auch. Nur vom Namen her. Marvin! Zum Beispiel. Nur einen zu nennen. Auch Staatsnehmen. Unterhalt, geh runter. Goldene Horde. Danke. Dank, ja. So, wie sieht's jetzt aus mit Rivalen? Jahre bis ich die ganze Belagerung von Rodas ist durch, das ist schön. Du sollst ja keine Schiffe bauen, du Kackhaufen. Abdullah Jalili, Alter. Mein Ding, Andalusien. Von diesen Provinzen geschenkt, okay. Oh, Kastilien hat sich gebildet. Lol, wie? Ja, Wüsten. Also die KI, glaube ich. KI-Wüstenfuchs. Nice. Marokko unter Kontrolle. Jetzt ist es. Es ist ein Vasall, okay. Marokko hat ihn freigelassen? Warum die Leute nicht in dem TS sind, wo sie hingehören? Sie können sich doch einfach im TS frei bewegen. Also sollen sie einfach nur dahin gehen, wo sie hingehören. Okay, warum hast du denn jetzt gerade Holmes RTW blockiert? Weil er mir auf die Nerven geht. Erzähl ich dir später. Okay. Das hat schon sein Grund. Der Bene, deine Frage ist sehr wohl interessant, aber ich bin ja gleich weg, weswegen wir das erst später diskutieren. Also, momentan mache ich jetzt wirklich noch ein, zwei Sachen und danach bin ich gleich erstmal eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde nicht da, weil ich. Beeilst dich halt, gell? Hä? Beeilst dich halt. Versuch so schnell ich kann. Frage ich aber nur beim Essen. Heiko, also wenn du nochmal Geld hast, ne, weißt du, wo du es benutzen. Ich brauche Geld, ich muss Darlehen tilgen. Das hört sich so an, so weißt du? Das hört sich so an. Hey Heiko, weißt du, wenn du wieder Geld hast. Ja, komm her, ich hab's. Ah, danke. Ich hab nämlich Hunger. Ja. Ja, jetzt brauche ich noch 600. Hast du ja auch bei. Ja, geh ich mal zu den. Hier sind wir bei den anderen Fragen. Wieder. Vielleicht haben wir noch was. Ja, Darmabfall. Einmal betteln. User left your channel. Ah,
Venedigs Meinung soll sich gegenüber mir verbessern, das wird eh nicht passieren. So. Der Wüstenfuchs meint, Heiko, warum sind die Leute nicht in den TS vor sich hingehen, bla bla bla, das war ich. Und wenn ich was von Andalusien will, muss ich nach Indien in den TS und dafür muss ich auch. Und Leute halt irgendwie anschreiben. Oder spielt das Spiel im Fenstermodus, da stürzt es sich ab, wenn ihr raustappt. Also dieser Fenstermodus ohne Rahmen. Wobei, mach was anderes, weil ich brauche eine Flotte, die das mal schneller belagern kann. Es gibt noch nicht mal eine Bresche da drin. Weil bei 659 Verteidiger würde ich sogar angreifen. Ah, ich habe auch nur eine Artillerie dabei, ja gut. Gott sei Dank 100% Frieden. Also. Venedig. Erstmal all the money. Okay, das ist nicht viel. Ja, ich, wie gesagt, noch 2-3 habe ich hier und dann noch. Muss vielleicht erst vorerst für. Beeile mich natürlich, wie schon. Ja, ja, genau. Ich würde mal gerne wissen, was der Handelseinfluss von Venedig ist. Ich schätze mal relativ stark. Der Wüstenfuchs meint, dass er sein Land nicht eingestellt hat. Ich weiß nicht, was die KI. Ist aber immer noch. Also hat auf jeden Fall, glaube ich, gerade das Bündnis zum. Nee, zum Andalusien haben sie nicht. Oder ich glaube schon. Kann aber. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal, was er so. Ist auch egal, gell? Eine Minute. Ja. Gut, dann will ich jetzt erstmal essen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Genau, dann bis später. Jo. So, ich hoffe, gut, das sind alle Provinzen von Venedig, die ich haben möchte. Dann noch ihr Geld. Kriegsreparation. So, gut, das sollte passen. Dann noch die Ritter, einmal bitte volle Annexion zum Mitnehmen. Ach, Angebot entfernen. So. Volle Annexion, 17%. Ja, aber von der Annexion geht ja nicht mehr. Okay. Perfekt. Ich hatte übrigens sogar eine Mission daraus. Ich bin ja allein im Channel, aber ich hatte übrigens eine Mission darauf. Oh, das zu erobern ist recht witzig. So. Weil ich glaube sogar gut, dass meine Truppen da drauf stehen überall. Nein, da kriege ich ja Rebellen und so Zeug. Okay, ich meine Machtprojektion bei 0. Invertiert die Ungläubigen, ist eine gute Idee. Gut, Flottenbasis für die. Channel Switch. Hallo. 15. Hallo. Hallo. Und wie geht's euch so? Naja, ja, Aragorn hat sich so gut gefühlt. Ja, mal wieder. Ui. Ja, uns und momentan ist mit den Flotten eher ein Problem. Ja. Flotte ist das Problem. Ich hab da mal meine Flotte zu dir geschickt. Ich werde es immer nur ziemlich hart bereuen, aber soll ich euch helfen? Ich hab 46 Schiffe. Ja, kannst machen. Weiß nicht, wie die Moral da aussieht. Erstmal bei, vor Alexandria die Flotte mit mir zusammen bekämpfen würdest, wäre was. Vielleicht lässt mich der Vatikanstaat tatsächlich belagern. Also, kommst du mit deiner Armee rüber? Ja. Mit der Armee? Ich hab halt keine Schiffe. Heiko, wann ist Rehorst?
Okay, ja, ganz geschafft. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ja, deswegen frage ich ja. In 40 Minuten circa. Ja, ich. Sie nehmen keine Verantwortung, wenn man Land jetzt irgendwie den Westen fällt. Ja, Castellinus frei. Nichts passiert. Achtung, ich greife da in den Vatikan. Ja, das hat mich entlassen, aber es kann halt Andalusien und so locker erobern. Oh fuck, Leute, kommt schnell rein, der hat da mehr Schiffe als ich. Hey, was? Nein. Mameluka, du musst rüberkommen, ne? Ja, ja, ich bin unterwegs. Tunesien ist auch deine Schaden. Ich Heiko, aber ich kann dir nichts versprechen. Leute, kommt schnell. Also, habe ich doch ein Bündnis mit Tunesien? Pech, ihr kriegt mich nicht. Ich bin jetzt im Krieg und ich nehme nichts anderes an. Hast du die 44 Schiffe eventuell noch? Ja, gut, dann ist Kazan jetzt komplett am Arsch. Ja, Kazan ist auch schon vorher am Arsch gewesen. Du warst einfach nur dafür da, den Krieg mit der goldenen Horde zu beenden. Wow, das... Mameluke, du kommst mit deiner Armee nicht rüber. Ja, weil ich momentan... Haben wir sonst noch Schiffe irgendwo? Andalusien, da sind 45 Schiffe, wir verlieren da gerade den Siegkrieg. Schnell! Komm. Ja, Andalusien. Jetzt ist Andalusien im gleichen Heiko? Ja. Ja, ich bin jetzt einfach westlich. Es wäre schön, wenn du mir irgendeine Einheit schicken könntest, weil ich habe gerade nicht darauf geachtet, dass ich hier möglicherweise gleich interne Konflikte bekomme bei niedriger Stabilität. Ich bin gerade im Krieg eingetreten. Boah, das ist so krass, Alter. Ja, also noch ist nicht schlimm. Bloß weiß ich die Rebellen dann doch. Ja, dann weiß ich das. Du kriegst hier Geld. Ich gib dir jetzt mal Hardcore viel Geld, okay, dass du dein Zeug unter Kontrolle bekommst. Dann stelle ich jetzt mal wieder eine Armee auf. Hattest du. So, zack. Welchen Modus spielst du denn spielst, Jakob? Was? Du spielst auch im Fenster oben. Ja, warm, oder? Ich hab dich gerade akustisch nicht verstanden. Du spielst doch auch im Fenster oben Rahmen, oder? Ja, genau, weil sonst könnte ich nicht rausstemmen. Ja, ich hatte das halt immer, musste für immer das Spiel noch starten, ich gedacht, nee, mach ich jetzt später. Typisches Aufschieben. Man macht es nicht, weil man jetzt sich da extra Mühe machen müsste. Ach scheiß, mit dem Vatikan im Krieg. Das ist nervig. Doch aus. Heiko, hast du noch Schiffe überlebt haben? Nee, sind alle tot. Die 3000, ne? Okay. Ja, aber dafür, ich war ja eigentlich nur dafür da, um euch im Seekrieg größtenteils zu helfen. Ja. Jetzt helfe ich euch noch gegen den Vatikan. Und ja, sonst, ja, kann ich noch mit Geld helfen. Muss der nicht nach Schlopp? Der ist gerade essen. Achso. Der ist. Mach dir mal aus deinen Armeen da 20er, also mach mal jeweils die 4er da weg. Da kannst du halt mit 20.000 rüberlaufen. Was? Also wie erwähnt, ich helfe euch jetzt indirekt dadurch, dass ich, Heiko? Ja? Ist mein Land noch mit Tunesien verbündet? Nein, weil du den Waffenschiffen gelaufen. Nee, also den ja, den Waffen. Hat er den nicht angenommen und dann aber... Das hab ich, ich bin nicht mehr in meinem Land, das war die KI. Letztes Achso, Mal. Nein. Also ich rede nicht von dir, ich rede von Tunesien. Nee, der war Bündnis, glaub ich. Ja, ich bin Andalusien. Ja, aber ich habe Tunesien gesagt. Ach so, Tunesien. Ich fürchte, mein Land wird das als nächstes angreifen. Nee, ich bin erst mit mir verbündet und ich bin mit Andalusien verbündet. Also er müsste sich gegen seinen eigenen Bündnispartner stellen. Das macht eine KI normalerweise nicht. Ja, dann wird er wahrscheinlich in Afrika. Wenn überhaupt wird das Bündnis auf. Vielleicht habe ich dann aber, wenn ich wiederkomme... Andalusien, aber ihr überlebt da unten schon, oder? So. Ich hoffe, also wir sind momentan nur 18.000 von noch von Tolja. Wenn er jetzt auch schon da ist, dann mit seiner Armee, ja. Ja, dann greifen wir die jetzt an. Aber was? Heiko Granada. Oh, Tunesien, du wirst da unten gerade gefickt. Muss aber schauen, ich bin glaube ich. Greifen wir direkt an, oder? Warte noch kurz auf die zweite Armee. Von welcher Provinz aus müssen wir angreifen? Egal. Okay. Dann Angriff jetzt. So. Wie wendet ihr den Krieg? Jungs, ich bin mal kurz weg. Ich muss kurz telefonieren, so zwei Minuten. Aber gleich. Ich bin vom PC, also. Mühe mich nicht. Ich bin sogar 3 Militär. Nicht gut, das sagt ja, ich bin 2 hinter dir. Boah, Heiko, du hast doch schon gerade Geld und du hebst dann raus. Scheiße, Alter. Muss richtig aufpassen, nämlich ich habe das Land übernommen mit 20.000 Mannstärke im Minus. Man kann Manpower ins Minus gehen?
Prinzip, es ist nicht direkt, da oben steht zwar nicht Minus, aber du brauchst so viel Mal, um wieder aufs Vorder zu kommen. Ja, jüdische Nationalisten. Nur so als Info aus dem Kasan ist am Arsch, ist es mittlerweile Kasan ist komplett am Arsch. Ja, Hauptsache Kasan zieht nicht noch andere Länder beim am Arsch gehen mit runter. Ja, ich hab Johannes, ihn schon eingestellt. Ja. Kannst du mir bitte nochmal irgendwie 100 von meinem Geld zurückschicken, weil ich sende jeden Monat 20 oder so, weißt du? Ich sollte mir kurz eine Armee aufbauen, da brauche ich kurz schnell Geld. Geschenk sind. Vor allem will ich auch mal ein Geschenk gesendet bekommen, das bekomme ich sonst nicht. Danke. Arsch. 600. Ah, ich habe eh schon für den Fall, dass ich rausfalle, also habe ich eh schon eingestellt, dass Bündnisse behalten werden und keine Kriege erklärt werden. Gut. Ich habe eh keine Bündnisse mehr. Aragon Kolumbien hat links besetzt. Andalusien, nur damit du es weißt, ich gebe schon, dass ich rausgeflogen bin. Weil du wieder mal im Indien-Channel rumhängen musstest. Du dein Spiel nicht umgestellt hast. Ja, letztes Mal war er auch nicht. Und vorletztes Mal war er auch die ganze Zeit nicht. Die ganze Zeit im Indien-Channel, meinst du? Statt in. Beim letzten Mal war ich im Indien-Channel. Davor nicht. Davor. Und man will halt nicht bei Yannicks Aufnahme stören. Das heißt, davor gar nicht. Hier ist es okay, Heiko, aber bei Yannick. Mir ist okay, bei Yannick ist es okay. Achtung, du wirst angegriffen. Ja, von Yannick habe ich Respekt. Bei Yannick hast du Respekt. Du hast Respekt vor jemandem? Der wenn behandelt Yannick, mich nämlich fair im Gegensatz zu dir. Wenn Yannick keinen Bock hat, mit jemandem zu reden, dann geht Yannick in einen anderen Channel. Der kann das nämlich. Das ist richtig. Ungarn ist so groß, weil ich die ganze Zeit nicht meine eigenen Kriege geführt habe. Übrigens mal kurz urinieren, ich bell mich, dass ich schnell wie möglich wieder da bin. Und so lange sammle ich meine Armee mal, um den Vatikan anzugreifen. Ja, das war gut, weil der ist mit seiner Armee hier gerade. Mit seinen 30.000 im März. Braucht irgendwer Subventionen oder sonst was? Ja, wobei. Nein. Brauchst du Subventionen, Andalusien? Ja. Ich hau dir mal ein bisschen was rein. So. Dankeschön. Jo. Die Verstärkung. Versuch dann wieder eine Armee aufzubauen. Auch jetzt war ich schon noch 5 im Monat minus. Naja, gut, mehr kann ich dir leider. Obwohl. Nein, reicht. Könnte. Hä, warum hab ich. Ich hab die noch nicht okay, drin, der Monat. Ja, greift meine Armee auch an. Der Vatikan. Alter, der Vatikan muss raus. Ja, der Vatikan ist krass. Das ist einfach. 32.000 hat der Typ. Aber er hat sie gerade nicht in seinem Kerngebiet. Und da kommt gleich der Osmane und macht Tamtam. Hoffen wir mal, weil ich hab. Kasan. Leute. Ja. Schweden gibt dir gerade auf die Fresse. Ja, ich weiß. Mir wurde nur gesagt, Krieg mir helfen lohnt sich nicht, weil das einfach. Verdammt, ich hab trotzdem Verschleiß bekommen. Ja. Weil mein einziger Verbündeter war Heiko. Und dir kann ich kein Bündnis schicken bei minus 161. Ja, wir sind Rivalen. Und Rivalen. Wahrscheinlich demnächst griechische Nationalisten, das ist ein bisschen uncool. Das nächste ist kasachische. Gott, die wissen noch, dass Kasachstan. Oh, ihr kassiert das schon wieder. Ah, das ist gut. Dachte, ich hätte verboten, dieses Land auch nur zu erwähnen. Fuck. Ich hab verboten, Land zu erwähnen. Welches denn? Du kommst durch Österreich durch? Ja. Nee. Doch. Geil. Das. Weiß ich nicht. Vielleicht hat der Vatikan einen Durchgang bei denen. Achso, ja, gut. Geil, bei minus 70% fängst du da an, weil das ein. Oh Gott. Viererfestung, Alter, das ist ein Dreck. Alles klar. Gib dir gleich noch mehr. Aber hier kann ich gleich meine Kernprovinz irgendwo wegnehmen und das dann schleifen. So, ich hoffe jetzt einfach mal.